Ja, aber hier ist ja alles kaputt. War ich so lange weg? Ja. Nee. Ohne Hilfsmittel kriege ich das wohl nicht wieder auf. Dieser Ring hat mir bislang nichts als Ärger bereitet. Rita? Rita, du lebst! Also noch ein bisschen. Aber wer liegt denn da hinten bei Rocco? Na, wer schon? Das ist diese saubere Goal, seine Frau. Aber das kann nicht sein! Und das darf auch nicht sein! Und überhaupt, er sollte doch dich heiraten! Das hättest du ihm vielleicht damals sagen sollen. Hab ich nicht? Ich dachte, ich hätte. Aber das hieße ja, Goal ist tot! Alle sind tot. Goal! Ohne die Portale starb hier alles. Ich bin die letzte Überlebende. Aber nicht mehr lange. Das Essen ist alle. Keine Panik! Jetzt bin ich ja da. Nettes Angebot. Aber so viel ist an dir jetzt auch nicht dran. Ich meine, ich bin da, um das hier wieder in Ordnung zu bringen. Wenn du unbedingt was in Ordnung bringen willst. Die Jukebox ist kaputt. Ich wünschte, sie würde noch ein letztes Mal spielen. Da haben wir den Salat. Die Nadel ist abgebrochen. Das haben wir gleich. Oh, das ist schön. Danke, Rufus. Du hast einer alten Frau die Datasettensammlung ruiniert. Gut gemacht. Bitte. Hier wächst gar nichts mehr. Hier wächst gar nichts mehr. Ach, hier bin ich. Aber warum bewegt sich da nichts? Hallo! Ja, das war lustig. Ach, die guten alten Zeiten. Naja. Ach, die... Tote Hose. Offensichtlich gelte ich noch als in der Zwischenzeit. Ach, die... Offensichtlich... Meine 4D-Brille. Ich hatte mich schon gefragt, wo ich die hingelegt hatte. Es hilft also wirklich, dahin zurückzugehen, wo man sie zuletzt gesehen hat. Die brauche ich dringender als er. Du bist, was du isst. Demnach wäre McChronicle ein grünes Stangengemüse, das sich unter einem Aluminiumdeckel versteckt. Oh nein, so ein Unglück. Jetzt ist die Dose doch glatt in seiner Manteltasche gelandet. Wie soll ich denn da jemals wieder rankommen? Du bist, was du isst. Demnach... Von hier aus komme ich da nicht ran. Aber wozu auch? Das Tor ist ja schon offen. Aha, ich sehe Potenzial. Das Portal, das in McChronicles Labor führt. Leider außer Reichweite. Wird Zeit, dass hier wieder mal was wächst. Heißt es. Warten.
enttäuschend. In der einschlägigen Fachliteratur wurden mir dramatischere Ergebnisse versprochen. Zur Einweihung etwas Saatgut für seinen Gemüsegarten. Und schwupp! Rufus, endlich! Wir hatten schon gar nicht mehr mit ihm gerechnet. Wieso? Wie lange war ich denn weg? Über eine halbe Stunde. Nur, in der Zwischenzeit sind mittlerweile Jahre vergangen. Da haben Sie sich aber gut gehalten. Nicht einmal die Klamotten haben Sie gewechselt. Ich selbst war nicht lange dort. Ich steckte noch in einer anderen Zeit fest. Aber Gohl, McChronicle und Drüsenunfall? Ich fürchte ja. Aber wir sind doch Zeitreisende, richtig? Wir können zu einem früheren Zustand der Zwischenzeit zurückkehren, oder? Ich finde, Sie würden ein gutes Paar abgeben. Andererseits habe ich mich heute schon mal beim Kuppeln im Gang geirrt. Denkt nach, wie komme ich in die richtige Zwischenzeit zurück? Es muss einen Weg geben. Gab es dort noch mehr Portale? In Reichweite? Eigentlich nur das kleine da. Aber das ist zu schmal. Und wenn ich ihn durchgreife, sehe ich nur die Szene von vorhin, wo Drüsbert durch das Loch gefallen ist. Na, da haben wir es doch. Die Löcher sind offenbar nur eine halbe Stunde Realzeit auseinander. Wenn Sie sich beeilen, könnten Sie von der anderen Seite aus durch das kleine Portal nach vorhin gelangen und sich selbst durch das große in die Zwischenzeit folgen. Kann mir irgendwer dieses Nerdgefasel übersetzen? Ach, so ist das. Da gibt's nur noch ein Problem. Das Portal ist zu klein. Ich komme nicht durch. Und ich glaube, ich weiß mittlerweile auch warum. Die Tachyonventile sind nicht weit genug aufgedreht. Hier, nehmen Sie meinen Tachyonventilschlüssel. Dein was? Damit sollte es gehen. Wünscht mir Glück. Beeilen Sie sich. Mit jeder Sekunde, die Sie außerhalb der Zwischenzeit verbringen, ist vorhin auch wieder Zeit vergangen. Ja, das war lustig. Ach, die guten alten Zeiten. Naja. Dir denn so? Herr Rufus? Aber Sie sind doch gerade erst durch das Portal gesprungen. Ja, und? Ist doch logisch. Sag mal, passt ihr nicht auf? Passt ihr auch gut auf? Ist das etwa noch Teil des Unterrichts? Das ganze Leben ist Teil des Unterrichts. Ich bin wieder in Paradox City. Aber zu welcher Zeit? Die Hochzeit. Sie hat bereits angefangen. Stopp die Hochzeit!
Bravo. Gut gemacht. Ich dachte, wir sind Freunde. Mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Außerdem habe ich die Sache hier voll im Griff. Lass mich einfach mit ihr reden, okay? Aber beeil dich. Die Mettorte wird bereits kalt. Du, Goal? Hau ab! Kapier endlich! Es ist zu spät für uns. Nein, das hast du falsch mitgekriegt. Die Trauung wurde nicht vollzogen. Alles ist gut. Sag mal, hast du einen an der Waffe? Ich weiß ja, du bist schwer von Begriff. Darum spreche ich ganz langsam, okay? Ich wohne seit über 2 Jahren in Paradox City. Dich kenne ich gerade mal einen Tag. Das hier ist jetzt mein Zuhause. Aber das geht doch nicht. Wenn die Zeit wieder läuft, wird es diesen Ort nicht mal mehr geben. Das ist mir egal. Okay, ich verstehe langsam, was hier los ist. Du bist sauer, weil ich dich allein gelassen habe. Aber schau doch, es hat sich gelohnt. Was soll das sein? Tachyonenpfeile. Damit kann man Portale öffnen. Wir können endlich aus dieser Todesfalle hier entkommen. Was zum... Du hast es echt nicht verstanden, oder? Ich werde heiraten. Ich brauche keine bescheuerten... Goal, nicht! Hier gibt es... Goal, halte durch. Ich bin schon unterwegs.